Hallo zusammen. Heute wollen wir über Mencius sprechen. Mencius, das ist der zweite große Denker des Konfuzianismus direkt nach Konfuzius. Mencius spielt eine sehr wichtige Rolle für die Systematisierung, für die Weiterentwicklung des Konfuzianismus als einer philosophischen Lehre. Zu Mencius Zeiten, ein gutes Jahrhundert nach dem Tod des Konfuzius, da ist der Konfuzianismus nur eine philosophische Lehre unter vielen, die zu dieser Zeit im damaligen China existiert und miteinander konkurriert haben. Mencius ist es zu verdanken, dass er den Konfuzianismus in seine prägende Form bringt, also in die Form, in der er sich dann später zur einflussreichsten Philosophie Chinas entwickelt hat. Also er spielt nach Konfuzius eine ganz entscheidende Rolle für die typische Ausprägung des Konfuzianismus. Nun, was wissen wir über Mencius? Mencius, zunächst mal sein Name, das ist die latinisierte Variante seines chinesischen Namens Mengzi. Und Mengzi, das wissen Sie mittlerweile, bedeutet einfach nur so viel wie Meister Meng. Mencius lebte von ungefähr 380 vor Christus bis 300 vor Christus, also wie eben schon gesagt, er wurde ein gutes Jahrhundert nach dem Tod des Konfuzius etwa geboren. Seine Lebensgeschichte ist auch nicht ganz unähnlich der des Konfuzius selbst. Er stammte aus einer eigentlich adligen Familie, aber hatte bereits früh seinen Vater verloren und wuchs dann mit seiner Mutter allein auf in relativ ärmlichen Verhältnissen. Schon von früher Kindheit an widmete sich Mencius dem Lernen, wie es sich für einen guten Konfuzianer gehört, und studierte dann auch Konfuzianismus angeblich bei Zisi, einem Enkel des Konfuzius, also noch in einer mehr oder weniger direkten Linie mit Konfuzius verbunden. Er betätigte sich dann im Laufe seines Lebens als Wanderlehrer, als politischer Berater. Ähnlich wie auch Konfuzius ging er an die verschiedenen Fürstenhöfe und versuchte, Interessenten und Mächtige für seine Lehre zu gewinnen. Allerdings, ja, wie es für einen Konfuzianer sich fast schon gehört, mit eher bescheidenem Erfolg. Wir haben ein Buch von Mencius, das einfach als Titel nur seinen Namen trägt, also das Buch Mencius, das von ihm selbst auch verfasst wurde. Es ist deutlich umfangreicher als die Gespräche des Konfuzius. Dieses Buch Mencius enthält eine ganze Reihe relativ langer Reden oder Dialoge, Gespräche mit Fürsten, Gespräche mit anderen Philosophen. Und es gilt, ganz abgesehen von seinem philosophischen Gehalt, als ein klassisches Beispiel für literarischen Stil. Also es ist einer der ja, Mustertexte, wenn Sie so wollen, als Referenztext für das klassische Chinesische. Es spielt also, wenn man klassisches Chinesisch lernt, eine ganz ähnliche Rolle bei der Lektüre oder bei der Stilbildung, wie das Cicero für das Lateinische oder Platon für das Griechische übernehmen. Das zentrale Thema in Mencius' Philosophie, das ist die menschliche Natur. Bei Konfuzius hören wir eigentlich gar nichts über die menschliche Natur. Es gibt sogar eine Stelle, an der einer seiner Schüler erwähnt, dass vom Meister selbst gar nichts zu hören ist zu diesem Thema. Also wo explizit gesagt wird, Konfuzius spricht eigentlich nie über die Natur des Menschen. Was interessant ist, denn eigentlich steht diese Frage nach der Natur des Menschen durchaus in einer zentralen Position für die konfuzianische Philosophie. Sie erinnern sich, wir haben bisher schon festgestellt, innerhalb der klassischen chinesischen Philosophie gibt es eine ausgeprägte Debatte, eine anthropologische Debatte darüber, was, wenn Sie so wollen, die Stellung des Menschen im Kosmos ist. Also wo gehört der Mensch hin? Ist der Mensch ein Wesen der Natur oder ist der Mensch ein Wesen der Kultur? Der Daoismus vertritt die erste Position. Der Daoismus sagt, Menschen sind Naturwesen. Der Mensch ist ein Naturwesen, zurück zur Natur. Das ist der Weg, den wir als Menschen einschlagen sollten. Also das Gute für den Menschen besteht in der Rückkehr zur Natur. Und das ist gleichbedeutend natürlich mit der Rückkehr zum Dao. Die Kultur, die Zivilisation, die Moral, das sind alles nur Verfallserscheinungen. Sie sind das Resultat des Verlustes des ursprünglichen Dao und des Verlusts der ursprünglichen Einheit mit der Natur. Also der Daoismus sagt, wir Menschen sind Naturwesen und um zum Heil zu gelangen, müssen wir zur Natur zurückkehren. Konfuzius und der Konfuzianismus insgesamt vertreten die andere Seite. Sie sagen, wir Menschen sind Kulturwesen. Das Gute für uns Menschen liegt eben nicht in der Rückkehr zur Natur, sondern in der Kultivierung, in unserer menschlichen Existenz als Existenz innerhalb von Kultur. Wer ein Mensch ist, ist deswegen bereits ein Kulturwesen, weil Menschen ihrem Wesen nach bereits innerhalb von Kulturen existieren.
Wir existieren innerhalb von Staaten, von Gesellschaften, von Familienstrukturen und so weiter und so fort und leben in bestimmten kulturell definierten Beziehungen. Das war ja ein sehr wichtiger Punkt, den Konfuzius immer wieder stark gemacht hat. Und diese kulturell geformten Beziehungen sind das Gerüst für ein gelingendes menschliches Dasein. Also, Konfuzius sagt, wir Menschen sind Wesen der Kultur und es gehört zu uns als Menschen dazu, innerhalb von Kulturen zu leben. Mencius nimmt nun eine vermittelnde Position zwischen diesen beiden Extremen ein, könnte man sagen. Mencius entwickelt eine Synthese, eine synthetische Position, die diesen Gegensatz von Natur und Kultur überbrücken kann. Die Natur selbst ist nämlich bereits moralisch, sagt Mencius. Die Kultur ist in der Natur des Menschen bereits angelegt. Sie muss zur Entfaltung gebracht werden, aber es gibt keinen Widerspruch zwischen Kultur und Natur innerhalb des Menschen. Die menschliche Natur ist für uns Menschen, ist für alle Menschen gleich. In jedem Menschen liegt für Mencius das gleiche Potenzial zur Entfaltung und Kultivierung von Moralität, von Tugend, von menschlichem Wesen. Nun, was ist denn aber jetzt Mencius' fundamentale Idee in Bezug auf die menschliche Natur? Sein großes Thema ist die menschliche Natur und sein wichtigster Gedanke zur menschlichen Natur lautet, der Mensch ist von Natur aus gut. Oder anders formuliert, die menschliche Natur ist bereits in sich gut. Das Gute, also die Moralität, die Tugend und so weiter, ist für Mencius bereits in der menschlichen Natur enthalten. Sie ist keine Verfremdung, also das Gute, die Moralität, ist keine Verfremdung, keine Verfälschung der ursprünglichen Natur, sondern sie ist selbst bereits schon Bestandteil dieser Natur. Also in der Hinsicht grenzt sich Mencius deutlich vom Daoismus ab, der gesagt hat, das Gute kommt erst dann, wenn wir unsere eigentliche Natur verloren haben. Wie kommt Mencius dazu? Wieso denkt Mencius, dass die menschliche Natur gut ist? Dazu entwickelt er ein berühmt gewordenes Gedankenexperiment und sagt uns, angenommen, jemand sieht plötzlich, wie ein kleines Kind dabei ist, in einen Brunnen zu stürzen. Jeder wird da ein Gefühl des Schreckens und des Mitleids haben und dies nicht etwa, weil er gerne mit den Eltern des Kindes Beziehungen anknüpfen möchte, sich in der Gemeinde und unter Freunden Lob erwerben möchte oder weil ihm der Schrei des Kindes zuwider wäre. Also Gedankenexperiment. Mal angenommen, Sie beobachten, wie ein Kind gerade dabei ist, kurz davor steht, in einen Brunnen zu fallen. Oder wenn Ihnen die Situation zu weit hergeholt erscheint, überlegen Sie sich, Sie würden sehen, wie ein Kind gerade dabei ist, vor ein Auto zu laufen. Mencius fragt jetzt, was wäre in dieser Situation wohl die spontane, die unmittelbare Reaktion in uns? Und er sagt, jeder wird Mitleid empfinden. Jeder wird das Gefühl haben, das Leid dieses Kindes nicht ertragen zu können, dieses Leid abwenden zu wollen oder entsetzt sein zu wollen, entsetzt zu sein von dieser Gefahr, in der sich das Kind befindet. Mencius spricht hier aber von einer unmittelbaren Reaktion, also gerade von einer Reaktion, die nicht reflektiert ist. Man hat keine Zeit zum Überlegen, sondern muss instinktiv, spontan reagieren. Es ist auch keine rationale, sondern eine emotionale Reaktion, auf die Mencius hier das Augenmerk legt. Also es geht ihm nicht um die Frage, was sollten wir denken in einer solchen Situation oder was wäre spontan der Gedanke, was sie tun sollten in dieser Situation, sondern was ist das Gefühl, die unmittelbare emotionale Erregung, die sie in dieser Situation spüren. Also er fragt, was fühlen wir in der Situation, nicht was denken wir. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Natur des Menschen zeigt sich für Mencius nämlich am deutlichsten in dem Moment, in dem der rationale Überbau, wenn Sie es so wollen, noch keine Gelegenheit hat, einzugreifen und zu regulieren in unseren emotionalen Haushalt. Bedenken Sie auch, was Mencius ebenfalls nicht sagt. Mencius sagt auch nicht, dass jeder eingreifen würde, um das Kind zu retten. Vielleicht unterdrückt man ja diesen spontanen Impuls einzugreifen und das Kind zu beschützen, weil einem plötzlich einfällt, dass man sich aus irgendeinem Grund vielleicht wünscht, dass das Kind in den Brunnen fällt. Also vielleicht kommt das Kind in der Erbfolge vor ihnen oder ja, sie wollen einen lästigen Konkurrenten um das Erbe ihrer Eltern ausschalten oder was weiß ich. Also es kann ja durchaus sein, dass irgendein Grund plötzlich interferiert und sie davon abhält zu handeln. Also die menschliche Natur mag gut sein, das ist alles, was Mencius sagen möchte, was aber nicht auch automatisch heißt, dass auch Menschen gut sind. Die gute Natur muss sich nicht unbedingt im guten Handeln niederschlagen.
Mencius will nur sagen, es muss ein Potenzial zum Guten geben, nicht, dass dieses Potenzial auch immer realisiert werden muss. Das Einzige, worauf er sie festnageln möchte, der Mencius, ist dies. Es gibt, und das werden Sie doch wohl zugestehen, einen spontanen, emotionalen Impuls des Mitleids als erste Reaktion auf das Miterleben von fremdem Leiden und auf die Gefahr von fremdem Leiden. Woher kommt nun dieser spontane, nicht reflektierte und durchaus revidierbare Impuls des Mitleids? Was ist die Ursache? Nun, Mencius sagt, es beruht zumindest nicht auf egoistischen Überlegungen. Also es ist nicht so, dass ich dieses Mitleid spüre, weil ich eine Belohnung möchte dafür, dass ich jemand anderen gerettet habe oder weil ich Ruhm und Ehre, Ansehen und Bewunderung von anderen bekommen möchte dafür, dass ich so ein großer Held bin, sondern dieses Mitleid ist ein Selbstzweck. Es zielt nicht auf irgendetwas anderes ab, was ich erreichen möchte durch das Mitleid, sondern das Mitleid ist sein eigener Zweck. Mencius lehnt das Profitdenken in der Ethik ganz radikal ab. Also wer moralisch sein will, sagt Mencius, der darf nicht nach dem Nutzen fragen, der darf nicht fragen, wozu das Ganze oder was habe ich davon, wenn ich mich moralisch verhalte. Denn das wäre genau ein Widerspruch zum moralischen Handeln. Dazu gibt es eine ganz interessante Episode aus dem Buch Mencius. Da gibt es eine Unterredung zwischen Mencius und einem der Fürsten seiner Zeit, wo es genau um diese Frage geht, was nützt die Moral eigentlich? Schauen wir es uns kurz an. Mencius hatte eine Audienz bei König Hui von Liang. Der König sprach, verehrter alter Herr, 1000 Meilen waren euch nicht zu weit, um hierher zu kommen. Dann werdet ihr wohl auch etwas haben, wovon mein Land profitiert. Mencius entgegnete, ach mein König, warum müsst ihr vom Profit reden? Es gibt doch auch Menschlichkeit und Gerechtigkeit und das genügt schon. Wenn aber ein König nach dem Profit für sein Land fragt, so fragen die Beamten nach dem Profit für ihre Clans und die niederen Beamten und das Volk nach ihrem persönlichen Profit. Hoch und niedrig werden um den Profit streiten und schon gerät der Staat in Gefahr. Diese Stelle ist ja eigentlich ein ganz raffiniertes Argument. Mencius weist hier die Forderung des Königs nach profitablen Erkenntnissen, also nach Ergebnissen, zurück, indem er sagt, das Profitdenken selbst ist gar nicht profitabel. Wer immer nur nach Profit strebt, der schadet sich selbst mehr, als dass er nutzt. Deswegen sollten wir moralisch sein. Die Moral ist tatsächlich nützlicher als das Profitdenken, gerade weil sie nicht nach Nutzen strebt. Aber was Sie an dieser Stelle auch merken können, deshalb entspricht die Moralität der menschlichen Natur. Natur ist ja das, was von selbst so ist, also was ohne einen äußeren Einfluss, einen Einfluss von externen Faktoren, sich so manifestiert. Und das ist die menschliche Natur. Das Profitdenken ist nicht natürlich. Das Profitdenken heißt, von bestimmten externen Zielen motiviert werden, die ich erreichen möchte. Das Natürliche hingegen, das ist das Gute, ohne jede Absicht auf irgendeinen Nutzen. Daher kommt Mencius zum Schluss, die menschliche Natur ist gut. Also woher kommt eigentlich dieses spontane, unmittelbare Mitleid? Es ist durch nichts anderes motiviert, als durch einzig und allein unsere menschliche Natur, die ihrem Wesen nach ohne Absicht auf irgendetwas anderes intrinsisch gut ist bereits. Aber wir haben eben schon gesagt, nur weil die Natur gut ist, heißt das noch lange nicht, dass auch der Mensch, der einzelne Mensch in seinem konkreten Handeln gut sein muss. Die gute Natur muss nämlich nicht immer auch realisiert werden. Sie ist ein Potenzial, eine Anlage zum Guten, aber diese Anlage kann sich entfalten oder auch nicht. Von Natur aus gut sein heißt, die Anlage zum Guten besteht und das formuliert Mencius ein Stückchen weiter unten in seiner sogenannten Lehre von den 4 Keimen so. Schauen wir uns mal gerade diese Passage an. Da sagt Mencius, das Gefühl des Mitleids ist der Ausgangspunkt der Menschlichkeit. Das Gefühl von Scham und Abscheu ist der Ausgangspunkt der Gerechtigkeit. Der Sinn für Höflichkeit und Respekt ist der Ausgangspunkt der Sittlichkeit. Das Gefühl für richtig und falsch ist der Ausgangspunkt des Wissens. Hier haben wir also diese 4 Keime einzeln aufgezählt. Jeder Mensch besitzt diese 4 Keime. Da ist zum einen das Mitleid, also Mitleid, das sollte man verstehen als die Empfindung des Mitgefühls angesichts von fremdem Leiden, so wie wir es eben bei diesem Brunnenbeispiel schon besprochen haben. Dann haben wir das Schamgefühl, also darunter sollte man so etwas verstehen wie das Gefühl der Empörung, das sich gegenüber einer unfairen Behandlung einstellt. Also wenn Sie sehen,
wie jemand einem Kind einen Lutscher wegnimmt oder so etwas, dann werden sie spontan ein Gefühl der Empörung haben und sagen und das Gefühl haben, dass das doch so nicht geht, dass das nicht in Ordnung ist. Das ungefähr verbirgt sich hinter dieser Idee von Scham. Dann als nächstes kommt Höflichkeit und Respekt. Unter Respekt ist zu verstehen das Gefühl der Achtung, das wir spontan einem anderen Menschen gegenüber empfinden, also insbesondere einem fremden Menschen oder einem älteren Menschen. Wenn Sie jemandem begegnen, den Sie nicht kennen, werden Sie dem gegenüber spontan und intuitiv eine höhere Achtung oder einen höheren Respekt an den Tag legen als jemand anderem, den Sie schon sehr gut und sehr lange kennen. Und schließlich Nummer 4, das Gefühl für richtig und falsch. Ja, das ist ganz einfach, also wie der Name das eigentlich sagt, das Gefühl, dass etwas so sein sollte oder auch nicht. Sie kennen das, in manchen Situationen fühlt sich etwas einfach nicht richtig an oder so etwas. Und dieses Gefühl, das ist das Gefühl für richtig und falsch, von dem Mencius hier spricht. Nun, aber es endet nicht nur bei diesen 4 Keimen, sondern diese 4 Keime entwickeln sich zu etwas. Das ist nun mal die Natur von Keimen, dass aus ihnen irgendetwas anderes entsteht. Und was entsteht daraus? Aus diesen 4 Keimen entstehen für Mencius die Tugenden. Aus dem Mitleid entsteht die Menschlichkeit oder das Wohlwollen. Also das ist genau diese Menschlichkeit, das Jön, von dem bei Konfuzius schon die Rede war. Aus der Scham entsteht die Gerechtigkeit. Aus dem Respekt entsteht die Etikette oder Sittlichkeit, das ist das bekannte Li, das wir auch schon bei Konfuzius besprochen haben, und das Gefühl für richtig und falsch erzeugt die Weisheit oder das Wissen. Interessant jetzt in dieser Gegenüberstellung hier, auf der einen Seite haben wir 4 Gefühle, also die 4 Keime sind ihrem Wesen nach 4 Gefühle oder Emotionen. Auf der anderen Seite haben wir Tugenden, also moralisch relevante Charakterhaltungen. Damit lässt sich die ethische Grundposition des Mencius zusammenfassen als eine Art ethischer Intuitionismus. Tugenden wurzeln in Gefühlen. Die Moral basiert also auf Emotionen für Mencius. Die Grundlage der Moral ist ein natürliches, in der Natur des Menschen bereits angelegtes moralisches Empfinden. Und dieses moralische Empfinden muss kultiviert werden, sodass aus diesem moralischen Empfinden stabile Charakterhaltungen erwachsen. Für Mencius hat die Moral also eine objektive Grundlage. Diese objektive Grundlage, das sind eben die natürlichen moralischen Gefühle. Die sind objektiv und real vorhanden. Aber die Moral hat keine rationale Basis. Rationale Basis, das würde bedeuten, dass die Moral durch irgendwelche rationalen Argumente gerechtfertigt werden kann oder begründet werden kann. Das will Mencius nicht. Mencius begründet die Moral durch den Verweis auf die natürliche Anlage von moralischen Empfindungen. Moral entsteht ganz einfach dadurch, dass diese moralischen Anlagen kultiviert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Begründung hinter diesen Emotionen oder warum diese Emotionen bereits gut sind, das wird bei Mencius nicht gegeben. Das Ende der Fahnenstange ist bei diesen 4 Keimen bei den natürlichen moralischen Empfindungen erreicht. Im Grunde steckt das alles ja auch schon in dieser Metapher von den 4 Keimen drin. Also dieses Wort Keime ist nicht umsonst gewählt an der Stelle. Denken Sie als Beispiel mal an Samen von Tomaten oder so etwas. Diese Tomatensamen können natürlich zu einer Tomatenpflanze heranwachsen, wenn sie in die Erde gepflanzt werden. Aber dazu müssen auch die richtigen Bedingungen vorhanden sein. Die Tomatensamen kann man nicht einfach in die Erde stecken und es wird eine Tomatenpflanze draus, sondern man braucht auch entsprechend Licht und Wärme und genügend Wasser und so weiter und so fort. Wenn allerdings nun die richtigen Bedingungen gegeben sind, dann kann die Tomatenpflanze, dann kann der Tomatensamen gar nicht anders, als zu einer Tomatenpflanze heranzuwachsen. Er muss sich nicht erst dafür entscheiden, so jetzt wachse ich aber, sondern es ist quasi ein unvermeidlicher Prozess, der losgetreten wird, sobald die richtigen Bedingungen gegeben sind. Gleichzeitig hat aber auch der Tomatensamen natürlich nur das Potenzial, zur Tomatenpflanze zu werden. Also aus diesem Samen wird keine Gurke oder keine Sonnenblume rauswachsen. Das ist eben seine Natur. Die Tomatensamen-Natur ist nicht neutral hinsichtlich der Richtung, in die sie sich entwickeln wird. Sie wird sich immer nur zur Tomatenpflanze entwickeln und zu nichts anderem. Also die Natur dieses Dinges gibt dem Ding bereits eine bestimmte Richtung vor. Und das ist für Mencius nun beim Menschen gar nicht anders.
Auch die menschliche Natur gibt dem Menschen immer schon eine bestimmte Richtung vor, nämlich in Richtung auf das Gute. Das sehen wir in folgendem Dialog, in dem Mencius diese These mit einem seiner Konkurrenten, nämlich einem anderen Philosophen namens Gaudze, diskutiert. Gaudze sagte, die angeborene Natur ist wie wirbelndes Wasser. Schafft man ihm einen Abfluss nach Osten, dann fließt es nach Osten. Schafft man einen Abfluss nach Westen, dann fließt es nach Westen. Dass die angeborene Natur des Menschen keinen Unterschied zwischen Gut und Böse kennt, ist so, wie dass das Wasser keinen Unterschied zwischen Osten und Westen macht. Mönze sagte, sicher macht das Wasser keinen Unterschied zwischen Osten und Westen, aber macht es auch keinen Unterschied zwischen oben und unten? Dass die angeborene Natur des Menschen gut ist, ist so, wie dass das Wasser nach unten fließt. Alle Menschen sind ausnahmslos gut und alles Wasser fließt ausnahmslos nach unten. Nun kann man das Wasser, wenn man es schlägt und hochspritzen lässt, bis über die Stirn springen lassen. Und wenn man es schnell macht und leitet, dann kann man es sogar auf einen Berg hinaufführen. Aber ist dies etwa die Natur des Wassers? Es verhält sich doch nur wegen der Umstände so. Zwar kann der Mensch dazu gebracht werden, Schlechtes zu tun, aber ist seine Natur etwa auch so? Gaudze vertritt also die Position, dass die menschliche Natur neutral ist. Sie ist weder gut noch schlecht, sondern einfach indifferent und bewegt sich in die Richtung, in die sie gerade gedrängt wird. Mencius hält dem entgegen, die Natur des Menschen hat bereits eine intrinsische Ausrichtung zum Guten. Diese intrinsische Ausrichtung zum Guten kann zwar durch äußere Einflüsse verändert werden, aber dann ist das eben unnatürlich, dann ist das eben eine Abweichung von der ursprünglichen menschlichen Natur. Und eine solche Abweichung von der Natur, die bedarf zusätzlicher Energie. Also das Wasser kann natürlich irgendwie dazu gebracht werden, nach oben zu fließen, indem man es pumpt oder schlägt und spritzen lässt oder sonst irgendetwas, aber das erfordert einen zusätzlichen Energieaufwand, um diese Natur des Wassers zu überwinden. Genauso ist der natürliche Zustand des Menschen das Gute. Das ist das, wohin er zurückkehrt, wenn kein äußerer Einfluss mehr auf ihn einwirkt. Wir müssen zusätzliche Energie aufwenden, um den Menschen von seinem natürlichen Zustand des Gutseins wegzubringen. Und sobald diese zusätzliche Energie wegfällt, kehrt der Mensch automatisch wieder zu seiner guten Natur zurück. Die naheliegende Frage an dieser Stelle ist jetzt natürlich, und woher kommt dann bitte schön das Böse? Dass es das Böse gibt, lässt sich ja kaum bestreiten. Wir alle wissen, dass Menschen dazu fähig sind, alles andere als das Gute zu tun. Aber wie kann das denn sein? Mencius sagt doch, der Mensch ist von Natur aus gut. Die Natur des Menschen strebt immer zum Guten hin. Wieso klappt denn das bei so vielen Menschen offenbar so schlecht? Mencius hat auch darauf eine Antwort. Mencius entwickelt diese Antwort sehr schön illustriert in folgendem Gleichnis, dem Gleichnis vom Ochsenberg. Da sagt er, die Bäume auf dem Ochsenberg waren einstmals schön anzusehen. Aber er liegt in der Nähe einer großen Stadt und so legte man die Axt an und fällte die Bäume. Wie könnte er danach noch so schön sein? Und doch erholte sich das Land bei Tag und Nacht allmählich. Regen und Tau brachten Feuchtigkeit und es konnte gar nicht ausbleiben, dass neues Leben zu sprießen begann. Aber dann kamen Rinder und Schafe, die alles kahl fraßen. Wer diesen Berg so kahl sieht, meint, hier hätte niemals Nutzholz gestanden. Aber ist das die ursprüngliche Natur dieses Berges? Beim Menschen liegt es aber ebenso. Wie könnte denn sein Geist ohne Menschlichkeit und Rechtschaffenheit sein? Wenn er die Güte seines Geistes ablegt, so ist es gerade wie wenn die Axt an die Bäume gelegt wird, um Tag für Tag noch mehr von ihnen zu fällen. Kann er da noch gut bleiben? Und doch würde sich seine Güte in Tagen und Nächten allmählich wiederherstellen und jeder neue Morgen brächte ihn den menschlichen Zuneigungen und Abneigungen wieder etwas näher. Am Tage aber, wenn er tätig ist, unterdrückt er diese Regungen. Und da er das immer wieder tut, genügen die Lebenskräfte der Nacht nicht mehr, diese Regungen zu bewahren, sodass er zuletzt vom Tier nicht mehr sehr verschieden ist. Wer dann ein solches tierisches Wesen erblickt, meint, es hätte niemals irgendwelche Fähigkeiten besessen. Aber ist das Wesen des Menschen wirklich so? Nichts, das richtig gepflegt wird, gedeiht nicht. Nichts, das vernachlässigt wird, verkümmert nicht. Das Böse hat also seine Ursache außerhalb der menschlichen Natur. Die Natur hat das Potenzial zum Guten. Und dieses Potenzial zum Guten wird sich für Mencius auch immer wieder aktivieren, wenn die Bedingungen es zulassen. Die Neigung zum Guten ist so in unsere Natur eingebaut, dass sie sich immer wieder regeneriert, auch wenn sie von außen unterdrückt wird. Stellen Sie sich das vor wie bei einer Feder. Sie können eine Feder natürlich zusammendrücken, dafür brauchen sie Kraft, aber in dem Moment,
wo sie die Kraft wegnehmen und die Feder loslassen, wird sie wieder zurückspringen in ihren ursprünglichen Zustand. Und in ganz ähnlicher Weise kehrt die menschliche Natur immer wieder zum Guten zurück, sobald die äußeren Bedingungen es zulassen. Das Böse kann also nur dadurch entstehen, dass äußere Umstände die natürliche Entwicklung des Menschen zum Guten hemmen oder unterdrücken. Diese Unterdrückung erfordert dann ein aktives Handeln, ein aktives Einwirken von außen auf die menschliche Natur. Hingegen die Regeneration, die Rückkehr zum Guten, das geschieht von selbst, in dem Moment, wo die negativen äußeren Einflüsse wegfallen. Also, woher kommt das Böse? Das Böse kommt aus den externen Faktoren, aus anderen Faktoren, die Einfluss auf die natürliche Entwicklung des Menschen zum Guten nehmen. Und was sind das für Faktoren? Ja, Mencius sagt, es sind vor allen Dingen Staat und Gesellschaft. Und hier kommt die Überleitung zum nächsten großen Thema bei Mencius, nämlich die Frage nach der richtigen Herrschaft. Mencius ist, ähnlich wie das auch Konfuzius gewesen ist, ein scharfer Kritiker der Mächtigen seiner Zeit. Ganz ähnlich wie Konfuzius betont auch er die Rolle des Herrschers als Vorbild, also seine Funktion, ein moralisches Vorbild für den Staat insgesamt zu sein und dadurch den Staat auch insgesamt auf den richtigen Weg zu bringen. Moralische Qualität des Herrschers, das ist die Basis politischer Herrschaft. Darin stimmt Mencius voll und ganz mit Konfuzius überein. Die Herrschaft legitimiert sich also sozusagen passiv, von alleine durch die Tugendhaftigkeit des Herrschers. Mencius sagt dazu: Das Volk wendet sich der Menschlichkeit zu, so wie das Wasser nach unten fließt. Wäre unter den Fürsten heute einer, der die Menschlichkeit hochhielte, die Feudalherren würden ihm das Volk geradezu in die Arme treiben. Auch wenn er es gar nicht wünschte, er müsste König werden. Also allein diese Tugendhaftigkeit genügt bereits, um Herrschaft zu begründen. Mehr erwartet oder mehr verlangt Mencius gar nicht von einem Herrscher. Und insofern weicht er hier auch nicht von Konfuzius ab. Sie denken vielleicht zurück an das Beispiel, das Konfuzius gebracht hat, von dem Polarstern, der stillsteht und alles andere dreht sich um ihn herum. Der Herrscher muss nicht aktiv seine Herrschaft legitimieren, sondern er muss einfach nur tugendhaft sein und damit ist seine Herrschaft bereits begründet. Allerdings gibt es einen wichtigen Punkt, in dem Mencius in seiner politischen Philosophie über Konfuzius hinausgeht. Nämlich, er sagt, das Volk muss zugleich auch das Ziel der Herrschaft sein. Schauen wir uns folgende Stelle dazu einmal an. Mencius sagt hier: Es gibt einen Weg, um die Herrschaft zu gewinnen, indem man das Volk gewinnt. Es gibt einen Weg, um das Volk zu gewinnen, indem man sein Herz gewinnt. Und es gibt auch dazu einen Weg. Was es wünscht, reichlich beibringen, was es ablehnt, nicht ausführen. Das ist alles. Was legitimiert also für Mencius Herrschaft? Nun, es ist das Wohlergehen des Volkes. Und für Mencius ist unter diesem Wohlergehen des Volkes vor allen Dingen ein materielles Wohlergehen zu verstehen. Also es geht ihm um die Sicherung menschlicher Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel materielle Absicherung, innere und äußere Sicherheit, also die Vermeidung von Krieg, Gewalt, Hunger, Armut und so weiter und so fort. Jede Herrschaft muss sich nach diesem Kriterium vor dem Volk rechtfertigen können. Also ganz ähnlich wie bei Konfuzius wieder, Macht basiert auf Moralität und wird durch Moralität legitimiert, aber Macht muss immer das Ziel haben, das Wohlergehen des Volkes zu sichern. Anders als bei Konfuzius erzeugt daher die Macht eine Art Reziprozität oder die Moralität des Herrschers erzeugt eine Art Reziprozität zum Volk. Entweder kann diese Moralität dem gesetzten Ziel, das Wohlergehen des Volkes zu erreichen, dienlich sein oder eben nicht, wenn der Herrscher ein unmoralischer Mistkerl ist. Der Herrscher wird vom Volk für Mencius demnach so behandelt, wie er selbst das Volk behandelt. Er sagt dazu: Wenn ein Fürst seine Untertanen wie seine Hände oder Beine behandelt, dann werden sie ihn wie den eigenen Leib oder das eigene Herz behandeln. Wenn er sie wie Hunde oder Pferde behandelt, betrachten sie ihn als einen Fremden. Wenn er sie wie Dreck oder Stroh behandelt, werden sie ihn wie einen Strauchdieb oder Räuber behandeln. Das ist jetzt ein interessanter Punkt für Mencius. Unmenschliche Herrschaft erzeugt das Potenzial zu Gewalt und zum Umsturz. Das ist diese Idee von der Reziprozität. Der moralische Herrscher wird Ordnung generieren, das Volk wird ihn lieben. Der unmoralische Herrscher wird Chaos generieren, das Volk wird ihn hassen. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, und das ist ein naheliegendes Missverständnis, dass für Mencius Herrschaft demokratisch legitimiert wäre. Herrschaft geht für ihn nicht vom Volk aus, sondern hat nur das Volk als Ziel.
Herrschaft muss sich am Wohlergehen des Volkes orientieren, aber Herrschaft wird nicht durch einen Volkswillen oder so etwas begründet. Was ist dann die Quelle von legitimer Herrschaft? Worin sieht Mencius die Legitimation darin, Macht auszuüben über andere? Im Mandat des Himmels. Das ist ein interessantes Konzept, ein Konzept, das Mencius nicht erfunden hat, sondern ein Konzept, das im chinesischen Denken seiner Zeit schon lange präsent ist, aber das Mencius sozusagen systematisiert. Dazu gibt es eine ganz aufschlussreiche Passage in seinem Buch. Er führt hier ein Gespräch mit einem seiner Schüler über die Frage, wie Shun, also einer der mythischen Kaiser ganz am Anfang der chinesischen Geschichte, zur Herrschaft gelangt ist. Ist es vielleicht so, fragt der Schüler an dieser Stelle, dass sein Vorgänger, der erste Kaiser Yao, ihn zum Nachfolger bestimmt hätte? Hat er ihm die Herrschaft verliehen? Und Mencius antwortet auf diese Frage: Nein. Ein Herrscher kann die Herrschaft keinem anderen Menschen übergeben. Der Schüler fragt zurück: Aber Shun hatte die Herrschaft inne. Wer gab sie ihm? Mencius sagte: Der Himmel gab sie ihm. Was heißt Himmel? Also was ist mit diesem Konzept Himmel an der Stelle eigentlich gemeint? Nun, als eine Art Abstraktion ist der Himmel eine höhere Instanz, die in das Schicksal der Menschen eingreift. Das kann ähnlich verstanden werden wie ein personaler Gott, und an manchen Stellen innerhalb der chinesischen Philosophie bekommt diese Idee vom Himmel quasi theistische Züge. Es kann aber auch einfach nur eine neutrale Macht sein, die das Universum beherrscht, aber die nicht unbedingt personal zu verstehen ist. Also mehr so etwas wie eine abstrakte Naturkraft oder Naturgewalt oder so etwas. In jedem Fall ist es allerdings eine übernatürliche Instanz in dem Sinne, dass dieser Himmel jenseits der menschlichen Welt steht, also kein Faktor ist, der der menschlichen Welt entstammt. Dieser Himmel, so verstanden, ist die Quelle der Herrschaft. Und herrschen bedeutet für Mencius demnach das Mandat des Himmels besitzen. Und was ist jetzt die Rolle des Volkes? Was ist die Funktion, die das Volk innerhalb dieser Konstruktion von legitimer Herrschaft hat? Nun, die Zustimmung des Volkes ist für Mencius ein Indikator für den Willen des Himmels. In unserem Gespräch zwischen Mencius und seinem Schüler geht es dann weiter, dass Mencius sagt: Yao empfahl damals schon dem Himmel und der Himmel akzeptierte ihn. Er empfahl ihn dem Volk und das Volk akzeptierte ihn. Daher sage ich, der Himmel spricht nicht, er zeigt sich nur im Handeln und in den Dingen. Also, die Herrschaft kommt eigentlich vom Himmel. Die eigentliche Legitimation kommt vom Himmel und Yao gibt sie nur weiter an Shun. Das Volk akzeptiert schon, und in dieser Akzeptanz manifestiert sich das Mandat des Himmels. Also wenn das Volk einen Herrscher akzeptiert, dann manifestiert sich in dieser Akzeptanz, dass der Herrscher das Mandat des Himmels besitzt. Wer das Mandat des Himmels hat, den wird das Volk akzeptieren. Und gerade nicht umgekehrt. Also wen das Volk mag, dem verleiht der Himmel sein Mandat. Nein, das ist es nicht, sondern erst kommt der Himmel mit seinem Mandat und dann kommt das Volk als Indikator dafür, ob jemand dieses Mandat hat oder nicht. Das Volk hat demnach auch kein Recht, sich gegen eine ungerechte Herrschaft aufzulehnen. Obwohl also Mencius immer wieder Ungerechtigkeit und Ausbeutung seitens der Mächtigen seiner Zeit anprangert, lehrt er kein Widerstandsrecht, so wie das die Philosophen der Aufklärung in Europa des 18. Jahrhunderts getan haben. Aufruhr und Widerstand gegen die Herrschaft sind zwar für Mencius ein Zeichen dafür, dass der Himmel dem Herrscher das Mandat entzogen hat. Sie sind also die Folge des Legitimationsverlustes. Aber sie sind nicht etwas, was eine eigene Berechtigung hat, worüber das Volk sozusagen selbstständig entscheiden könnte. Mencius sagt dazu: König Xian von Qi fragte: War es so, dass Tang den See verbannte und König Wu einen Straffeldzug gegen Zhou unternahm? Mencius antwortete: So besagt es die Überlieferung. Darf also ein Minister einen Mord an seinem Fürsten verüben? Mencius sagte: Wer der Menschlichkeit Gewalt antut, den nennt man einen Gewalttäter. Und wer der Rechtschaffenheit Gewalt antut, den nennt man grausam. Wer grausam und gewalttätig ist, den nennt man einen gemeinen Kerl. Ich habe gehört, ein gemeiner Kerl namens Zhou sei hingerichtet worden. Von einem Mord an einem Fürsten habe ich nichts gehört. Kurz nochmal zum historischen Kontext. Also der König Xuan, der hier diese Fangfrage stellt, spielt natürlich auf das Ende der Shang-Dynastie an.
Die Rede ist von dem Tyrannen Zhou, dem letzten Tyrannen der Shang-Dynastie. Bitte nicht verwechseln diesen Zhou mit der Zhou-Dynastie. Das sind zwei verschiedene Worte, die ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen werden und im Chinesischen mit unterschiedlichen Schriftzeichen geschrieben werden. Also es geht hier um das Ende der Shang-Dynastie. Dieser letzte Herrscher der Shang-Dynastie war ein Tyrann und wurde von dem Begründer der Zhou-Dynastie, dem König Wu, ermordet. Was heißt ermordet? Er wurde gewaltsam abgesetzt, sagen wir es mal besser so. Und König Xuan fragt jetzt an der Stelle, ja, durfte der das denn? Durfte der eigentlich seinen legitimen Herrscher ermorden? Gerade für den Konfuzianer Mengzi ist das natürlich eine ziemlich heikle Frage. Es geht um die Legitimation von Tyrannenmord. Und die Konfuzianer, die doch immer Loyalität gegenüber dem Herrscher predigen und Pflichterfüllung und das sich einfügen in die sozialen Rollen, wie können die mit dieser schwierigen Situation umgehen, dass da jemand seinen Herrscher ermordet hat? Mencius hat einen Ausweg parat. Mencius antwortet, es gab überhaupt keinen Mord an einem Herrscher. Dieser Tyrann Zhou hatte bereits längst das Mandat des Himmels verloren. Er hatte überhaupt keine legitime Herrschaft mehr inne. Seine Untertanen waren ihm daher auch nicht mehr zur Loyalität verpflichtet. Deswegen ist das, was König Wu getan hat, kein Tyrannenmord, sondern es ist einfach nur die Hinrichtung eines gemeinen Kerls, eines Verbrechers. Dieser Verbrecher ist deswegen ein Verbrecher und kein legitimer Herrscher mehr, weil der Himmel ihm längst das Mandat entzogen hatte. Mencius kennt also kein Widerstandsrecht und keine demokratische Legitimation, ist also noch ein ganzes Stück entfernt von dem, was wir in der Moderne oder in der Aufklärung als Grundlagen politischer Philosophie ansehen würden. Die ultimative Instanz zur Begründung von Herrschaft für ihn, das ist der Himmel. Und seine politische Philosophie bekommt damit eine quasi theistische Basis, neben der anderen Basis in der menschlichen Natur und ihrer stetigen Neigung zum Guten hin.